Hallo meine Lieben und willkommen zur nächsten Folge von Black Sails. Wir sind letztes Mal hier von der Decke runtergefallen und mal gucken, wie wir hier wieder rauskommen, weil wir müssen doch Lex helfen. Abwarten. Ich habe immer so die zweite Hand, will ich andauernd auf W als ASDW legen, weil irgendwie das so gewohnt bin und so. Immer. Mit der Zange kann ich bestimmt etwas anfangen. Eintopf à la Boy. 3 Liter Wasser, eine Dose Dörrfleisch, eine Dose Stockfisch, alles 10 Minuten kochen, Reste vom Vortag reinwerfen, servieren. Beilage, Zwieback. Nachtisch, eine Dose Sauerkraut. Okay. Die alte Werkbank wurde lange nicht benutzt. Dreck und rostige Nägel liegen darauf herum. Die Werkbank ist einsatzbereit. Das sind Schraubstocknägel. Alkohol kann man vielseitig verwenden. Desinfizieren vom Ding? Kisten, Säcke, Fässer. Komisch. Irgendwie passen diese Rohrleitungen nicht in ein solches Segelschiff. Nee, nicht wirklich. Die alten Säcke sind an einigen Stellen aufgeplatzt. Darin wird Kakao gelagert. Oder was davon noch übrig ist. Was hat das? Komisch. Ja. Irgendwie passen diese Rohrleitungen nicht in ein solches Segelschiff. Im Rumpf des Schiffes hat sich Wasser angesammelt. Okay. Verdammt. Ein kleiner, sehr kurzer Metallstift ist zerbrochen, der den Pumpenarm an seinem Platz hält. Mit einem ähnlich geformten Gegenstand könnte ich die Pumpe aber vielleicht wieder reparieren. Auf alle Fälle nicht mit dem Zeug. Die Stufen der Treppe sind zerbrochen. So komme ich nicht hoch. Rohre. Die Rohre leiten das abgepumpte Wasser ab. Okay. Was ist das? Lötstelle. An dieser Stelle wurde das Rohr notdürftig geflickt. Es ist sogar schon etwas undicht. Mit genug Hitze auf diesen Lötpunkt würde hier der Dampf komplett ausströmen. Hm. Auf dem Tisch sind 5 Plätze gedeckt. Auf allen Tellern sind die verrotteten Überreste einer Mahlzeit zu erkennen. Alles liegt noch so da, als wären die Leute in Eile vom Tisch weggegangen. Ein Set mit französischen Spielkarten. Das Pik Ass liegt oben. Okay. Kann ich hier rüber gehen? Nee. Wie komme ich dann da rüber? Weil da hat man letztes Mal noch die Tür gesehen. Uah. Auf dem Tisch sind 5 Plätze gedeckt. Auf allen Tellern sind die verrotteten Überreste einer Mahlzeit zu erkennen. Alles liegt noch so da, als wären die Leute in Eile vom Tisch weggegangen. Die Nägel der Kiste stehen schon raus und die Bretter halten kaum noch zusammen. Okay. Dieser Tank scheint Öl zu beinhalten. Ein Teil des Schiffplans. Den schauen wir sich mal an. Auf dem Plan ist ein Lüftungsschacht zwischen der Kapitänskajüte und einem anderen Raum zu erkennen. Okay, recht viel erkennen wir nicht. Bin ich mal gespannt. Die herabgestürzte Ladung blockiert den Zugang zu 2 Türen. Um in die Räume dahinter zu gelangen, muss ich irgendwie die Ladung aus dem Weg räumen. Ladung, verzogene Tür. Die Tür wird durch die heruntergefallene Ladung blockiert. Hier wird die Kransteuerung übersetzt, aber mit gerissenem Riemen funktioniert sie nicht. Ich habe nämlich momentan überhaupt gar keine Sachen und weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wo ich jetzt das oder wie ich das jetzt herbekomme oder wo. Bis hoch zum Kran führt dieses armdicke Tau. Wie kriege ich die hier weg? Der Rohre, da wird sie auch wieder dasselbe sagen. Und dann nochmal die Schiffladung drücke.
Die herabgestürzte Ladung blockiert den Zugang zu zwei Türen. Okay. Um in die Räume dahinter zu gelangen, damit hat sich die Mannschaft wohl die Zeit vertrieben. Ah, hier ist auch noch was. Die Flaschen könnten vielleicht noch nützlich sein. Ja, Mädels, passt alles in die Hosentasche. Aus dem Rohr fließt ständig frisches Regenwasser in den Topf. Er ist innen emailliert und die Schicht scheint unbeschädigt zu sein. Diese Kochtöpfe sind alt und verbeult. An einigen Stellen haben sie schon Rostlöcher. Schön. Kisten, Säcke, Fässer. Okay. Habe ich jetzt was übersehen? Tassen tippen. Entschuldigung. Noch immer zeigt Fiona keine Reaktion. Ich werde Geduld haben müssen. Meine Geduld über den Fraß an Bord habe ich aber schon verloren. Den Eintopf, den dieser Deutsche anrührt, kann ich nicht mehr sehen. Hier sind lauter Holzbretter. Kann ich nicht mit denen irgendwas anfangen? Kann ich? Der Schraubenzieher hilft mir da kaum weiter. Hier gibt es nichts zum Auf- und Zuschrauben. So? Mit der Zange konnte ich die verrosteten Nägel aus der Kiste ziehen. Alles, was von ihr übrig ist, sind ein paar Bretter und ein halbwegs erhaltener Nagel. Kann ich damals die Treppe reparieren? Mit den Brettern sollte sich die Treppe reparieren lassen. Sehr schön. Ist gar nicht so schlecht geworden. Mhm. Nicht gerade der richtige Ort für einen Nagel. Ach so. Gut. Das war die Treppe, die kaputt gegangen ist. War ich da schon oben? Wer ist da? Ganz ruhig, Anne. Du bildest dir das nur ein. Okay. Wozu sind all diese Geräte gut? Irgendetwas muss hier passiert sein. Kein Kapitän würde sein Schiff einfach so im Stich lassen. Vielleicht hat es eine Meuterei gegeben. Ich sollte mich hier genauer umsehen. Vielleicht finde ich etwas heraus. Solltest du. Das muss wohl ein Souvenir aus einer der Städte sein, die das Schiff angelaufen hat. Unten hing wohl mal ein Zettel dran, aber der scheint abgerissen zu sein. Sieht auch verdammt ekelhaft aus, das Ding. Nichts als Wasser, wohin man auch schaut. Wenn ich nur wüsste, wo wir sind. Ein Teil des Schiffplans. Kann man das verbinden? Ich setze es zusammen. Super. Auf dem Plan ist sowohl ein Lüftungsschacht zwischen der Kapitänskajüte und einem anderen Raum zu erkennen, als auch die Verbindung der Kransteuerung mit der Maschine in der Messe. Ja, trotz alledem fehlt uns noch was. Der Tisch ist abgeschlossen. Ich bräuchte etwas, um das Schloss zu knacken. Vielleicht das? Das Amulett hat zwar die Form eines Schlüssels, zum Aufschließen eines normalen Schlosses ist es aber nicht geeignet. Okay. Der Tisch ist abgeschlossen. Ich bräuchte etwas, um das Schloss zu knacken. Mädel, du wiederholst dich. Verdammt, das Steuer lässt sich kein Stück bewegen. Okay, was haben wir hier noch? Kann man irgendwas anklicken? Kompass. Irgendetwas stimmt hier nicht. Der Kompass spielt völlig verrückt. Wie kann das sein? Zimmer im schwarzen Loch. Schauen wir mal, was ist denn auf... Hallo? Hallo? Handlock. Damit kann man die Geschwindigkeit bestimmen. Genau, und das passt in die Hosentasche. Ist okay. Was ist das? Bei starkem Seegang muss das Gitter immer geschlossen bleiben. Captain Marquez. Welches Gitter? Merkwürdig. Nichts passiert.
Oh. Okay. Merkwürdig. Nichts passiert. Vielleicht ist die Kransteuerung defekt. Mit dem muss ich den Kran aufheben. Und unten ist irgendwas. Sie sagt. Ach so, da war ich schon. Ich habe auf alle Fälle Alkohol gefunden. Jetzt guck mal. Messe heißt das Ding da unten. Jetzt gehen wir mal zurück. Dass wir mal Lex helfen können mit Alkohol. Anna, hörst du mich? Ich sollte Lex schleunigst verarzten. Aber wo könnte ich bloß einen Verband finden? Okay. Soll ich mal zu ihm gucken, ob er jetzt was anderes auch noch zu sagen hat? Ich bin mir nämlich gerade ziemlich unsicher. Verdammt, wo warst du so lange? Und was war das für ein Lärm? Wolltest du den Kahn versenken? Danke der Nachfrage, mir geht es gut. Und du, hast du bessere Fortschritte gemacht, während ich weg war? Tut mir leid, dass ich so lange weg war. Und du? Hast du bessere Fortschritte gemacht, während ich weg war? Ja, im Abkratzen. Bist du eigentlich immer so eiskalt? Ich bin durch eine morsche Treppe gebrochen und habe die Schiffsmesse gefunden. Und die Mannschaft? Keine Spur. Ich glaube, das Schiff ist verlassen. So? Glaube ich nicht. Ich höre die seltsamsten Geräusche. Und alles scheint sich zu bewegen. Ich denke, wir sollten sofort deine Blutung stoppen. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass du vernünftiges Verbandszeug findest. Vielleicht ist ja doch ein Arzt an Bord. Oder an Bord gewesen. Naja. Und? Hast du schon was gefunden? Ich habe Desinfektionsmittel gefunden. Sehr gut. Und jetzt muss die Wunde verbunden werden. Und mit was? Weißt du was? Kann ich die nehmen? Kann ich das? Alt und dreckig. Da legt man sich nur rein, wenn es nicht anders geht. Alt und dreckig. Mann. Da legt man sich nur rein, wenn es nicht anders geht. Ich habe aber nichts anderes. Das heißt, nochmal weg. Mal gucken, ob man jetzt was... Ist nirgendeine andere... Habe ich was übersehen? Ich weiß nicht, ob ich was übersehen habe, aber irgendwie kommt mir das Ganze ziemlich surreal vor. Da. Die Tür war verschlossen, oder? Also es war die Außenluke. Die Luke geht durch die Schiffswand. Sie ist sehr verrostet. Auch wenn sie offen wäre, die Tür ist verschlossen. Da habe ich schon durchgeguckt. Die Tür ist auch zu. Die Tür ist verschlossen. Mann. Ich muss nochmal zu Lex, also zum Lex in Raum. Weil da haben wir doch das Lüftungsgitter. Zu dem ich muss. Ich hoffe, der quatscht mich jetzt nicht gleich wieder zu. Nee. Gut. Das Lüftungsgitter ist fest verschraubt. Jetzt gleich nicht mehr. Jetzt kann ich mir den Lüftungsschacht genauer anschauen. Komische Geräusche. So. Dämmmaterial kann ich vielleicht noch gebrauchen. Was ist Schädelbohrer? Der Schädelbohrer liegt zu tief im Schacht. So kann ich ihn mir nicht angeln. War das gerade der Wink mit dem Saumpfahl? Seltsame Vorstellung, wie man Fische fängt. Seltsame Vorstellung, wie man Fische fängt.
Damit ich das Handlock benutzen kann, benötige ich eine Öffnung zum Meer. Das Ding ist dämlich. Da ist eine Öffnung zum Meer. Fenster wieder auf. Wenn ich das Lock aus dem Fenster werfe, ohne die Zeit messen zu können, bin ich kein Stück weiter. Okay. Mach... Na, nicht Ozean drücken. Ich will, dass du das Fenster wieder zumachst. Na! Irgendwo da draußen ist das Schiff gesunken, mit dem wir eigentlich nach Europa wollten. Hallo, ich... Danke. Wenn schon, denn schon. Es regnet draußen. So. Also ich bin gerade echt doof. Den habe ich gelesen, den Notizzettel. Wie gesagt, mein Problem... Ich weiß nicht, wo ich für Verbandszeug herkriege. Der Schacht führt nach unten in die Messe des Schiffes. Oben kann man über einer Gitterluke einen Kran erkennen. Ach so, das ist das nochmal, ja. Mal gucken. Irgendwas muss ich doch übersehen haben. Die Musik ist gruselig, es ist ein Wahnsinn. Wobei, noch hat es mich noch nicht so schlimm erschreckt. Das unten, das Kran-Ding ist doch auch kaputt. Jetzt muss ich da nochmal nachgucken gehen. Weil irgendwie muss ich doch die Schiffsladung hier wegbekommen. Hier wird die Kransteuerung übersetzt. Aber mit gerissenem Riemen funktioniert sie nicht. Hast du eine Strumpfhose? Es gibt hier nichts, was ich abdichten oder dämmen müsste. Dämmmaterial. Eventuell die Rohre, dass es zerreißt. Wow, ich habe zu schnell geklickt. Verzeihung. Geht das? Es gibt hier nichts, was ich abdichten oder dämmen müsste. Nicht? Der Nagel ist zu schmal. Er würde wieder rausfallen. Der Schraubstock ist bereit. Ich habe den Nagel verbogen. Jetzt habe ich einen Haken. Für was brauche ich jetzt den Haken? Habe ich jetzt was verpasst oder? Ladego, Tafel? Sprachrohr. Moment. Höre ich das Stimmen? Lex? Bist du das? Anna, beruhige dich. Ist wahrscheinlich nur der Wind. Es gibt hier nichts, was ich abdichten oder dämmen müsste. Kann ich mit den Einhaken kann ich da nichts. Einhaken kann ich da nichts. Hallo? Hallo? Achso. Das Ding macht richtig ekelhafte, komische Geräusche. Was ist eigentlich jetzt damit? Durch den heißen Dampfstrahl sollte ich besser nicht durchlaufen. Aber wenn ich richtig liege, führt diese Tür zu demselben Raum, den ich von der anderen Seite des Schiffes aus sehen kann, gegenüber dem des Arztes. Heißt, ich sollte mal danach gucken. Hä?
Wir waren nochmal der Arztraum. Es ist immer, wenn ich nur eine Folge aufnehme, voll doof, dass ich dann vergesse, was vorher gewesen ist. Also ich soll vielleicht mal mehr aufnehmen. Wobei, es ist immer schön, so jeden Tag ein bisschen. Das ist der Raum, oder? Die Tür ist verschlossen. Mit dem Haken kann ich das Schloss leider nicht knacken. So angelt sich nichts. Schade. Sonst ist hier Acker auch gar nichts. Also ich glaube... Meine Lieben, ich bin gerade richtig zu doof. Ich würde sagen, das war's für die heutige Folge. Das nächste Mal werden wir gucken, dass wir gucken, wie es jetzt weitergeht. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr neu da seid, könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen. Like und Kommi nicht vergessen. Ich freue mich über jedes. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.